Abigail, warte! Du kannst doch nicht ewig weglaufen. Nicht ewig so tun, als ob Doch, ich das nicht kann da ich, Jasmine. wäre. Das kann ich. Denn es gibt für mich überhaupt keinen Grund, Ach, komm schon! warum ich mit dir auch nur das Geringste zu tun haben sollte. Vergiss es, ich bin Bundesagentin. Ich kann dieses Spiel ewig durchziehen. Auf der Airbase mussten wir Härteres durchmachen als dieser Scheiß hier. Und wenn du wirklich glaubst, du kannst mit mir mithalten, dann versuch's doch. Wusstest du, dass Layla jeden Morgen Scheiße. von zu Hause in Rockford bis nach Kumasch und wieder zurück joggt? Du bist vollkommen Wenn du irre. meinst, eingeholt. du könntest dich mit einer von uns messen. Du verstehst mich einfach Du vollkommen bist falsch, Abby. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von mir hast oder was auch immer in deinem Kopf vorgeht. Aber ich will doch bloß etwas Zeit mit dir verbringen. Ins Café gehen, ein bisschen tratschen, was man halt so macht. Verstehst du? Das mag vielleicht deine Freizeitbeschäftigung sein oder vielleicht sogar dein Job, aber nicht meine. Oh mein Gott. Hör zu, ich wollte dir keine Angst machen oder so. Du machst mir keine Angst, Jasmine. Du machst mir keine Angst. Du verfolgst mich bloß seit 3 Tagen. Auf jeder meiner Joggingrunde. Morgens und abends. Das ist krank. Selbst für dich. Weil du einsam bist. Oh Gott, jetzt lauf doch nicht schon wieder weg. Schön, dass du dich entschieden hast, Ibrahim. Ich hatte ja weiß Gott keine andere Wahl. Außerdem hast du mich mit der Weltraumstory überzeugt. Wir ziehen das durch. Außenbordmission. Es erschreckt mich immer wieder, dass nur kindische Argumente bei dir ziehen. Wie auch immer. Wir haben nicht viel Zeit. Wir wollten eigentlich heute schon auf Bow Island sein. Noch ist das Wetter gut, aber 12 Stunden reichen und wir sitzen mitten in einem Sturm, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Das wäre unser Tod. Worauf warten wir dann noch? Ich gehe mit dir darunter. Keine Sorge. Wir sehen uns den Rumpf an, schauen, was das Problem ist, entfernen es und tauchen wieder auf. Alles klar. Wo bleibt bloß Abigail? Ich war auch mal neu in dieser Stadt. Ganz alleine. Ohne... Und deshalb glaubst du? Ohne Eltern. Wir wären jetzt Freunde, ja? Du und ich würden jetzt gemeinsam shoppen, über Jungs reden und dieselben dummen T-Shirts tragen. Bist du dir sicher, Abigail? Sieh uns doch mal an. Wir beide passen nicht im geringsten zusammen. Ach komm schon. Genau das würde uns doch ausmachen. Du gibst es auch noch zu? Ich glaube dir einfach kein Wort. Egal, was du bisher getan Gut. hast, es steckt immer was dahinter. Habe ich recht? Vergiss es, Abigail. Ich lass dich in Ruhe. Doch wenn du es dir anders überlegst, mein Studio ist in einer alten Fabrikhalle in South LS. Denk darüber nach. Nein, Ibrahim, nein. Ich komme darauf einfach nicht klar. Glaubt ihr allen Ernstes, nur weil wir ein paar Gemeinsamkeiten haben, dass jetzt ein Grund wäre, weshalb wir befreundet sein sollten? Ich begreife das nicht, Ibrahim. Beim besten Willen. Beruhig dich, Abby. Wir haben weiß Gott andere Probleme hier an Bord. Unter anderem die Tatsache, dass durch den ganzen Mist mit der KI wir nun ziemlich krass im Zeitplan zurückliegen. Oh Gott, Ibrahim, es tut mir leid. Ich lasse mich einfach viel zu leicht von ihr manipulieren. Aber dennoch, ich glaube, ich sollte der Sache auf den Grund gehen. Ich meine, sie kann ja nur schwer von eurer Mission wissen, oder? Vielleicht sollte ich auf ihren Vorschlag eingehen. Beruhig dich, Abby. Wir haben weiß Gott andere Probleme hier an Bord. Unter anderem die Tatsache, dass durch den ganzen Mist mit der KI wir nun ziemlich krass im Zeitplan zurückliegen. Ich weiß nicht. Ich könnte sie ja einfach nur mal anrufen. Ich meine, wenn ich nur so tue, als ob, dann könnte ich vielleicht noch mehr über ihr Vorhaben herausfinden. Und wir wüssten dann, was sie vielleicht weiß und was sie von mir will. Nein, nein, nein. Hör zu, vergiss es. Sie manipuliert dich und sie ist unglaublich gut darin. Ich kenne sie schon etwas länger als du, weißt du? Lass es, Abigail. Sie wird dich in die Mangel nehmen. Und Jasmine ist ein Genie. Sie spielt dieses Spiel schon ihr ganzes Leben lang. Ihren Eltern hat sie jahrelang etwas vorgelogen. Jasmine mag eine gute Seite haben, aber sicher nicht, wenn sie dir etwas schenken möchte. Ich hab sie verstanden. Glück beim Tauchgang. Pass auf dich auf. Legen wir los, Layla. Thank you.
Na, auch geschafft? Wow, Jasmine, das ist ja unglaublich cool hier. Ja, das ist ja auch mein Studio. Das versteht sich doch wohl von selbst, oder was dachtest du? Es ist großartig, einfach großartig. Aber das Ganze gehört doch nicht alles dir, oder? Nein, natürlich nicht. Es gehört dem Music-Label, bei dem ich unter Vertrag bin. Die haben ziemlich viel Geld, weil sie mit Inside TV zusammenarbeiten. Krass. Und Lil Santos nimmt hier auch seine Songs auf. Fett. Mann, das sieht alles einfach nur krass aus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja? Ach komm, du übertreibst, Abby. Aber du hast schon recht. Es ist ziemlich cool hier. Weißt du, die Rapper schmeißen hier manchmal richtige Squeeze-Partys. Wow, eigene Wörter habt ihr auch. Klar, warum Menschen sich mehr Verschwörungstheorien über euch ausdenken, als über uns. Einfach abgefahren. Squeeze? Wenn Ibrahim das sehen würde, er würde bestimmt sowas sagen wie der absolute Wahnsinn. Nein, mega Wahnsinn. Du scheinst ja anscheinend auch heutzutage noch einsam zu sein. Wir sind hier heute vollkommen allein. Wegen der neuen SR9-Welle arbeitet diese Woche hier niemand. Wir haben dieses Paradies also ganz für uns. Was wollen wir machen? Du scheinst ja anscheinend auch heutzutage noch einsam zu sein. Ich bin nicht einsam. Ich habe 5 Millionen Follower. Menschen schicken mir Geschenke und wollen Lebensratschläge von mir. Ich bin beliebt. Ich bin Jasmine. Nicht allein. Nein, nein. Okay. Ja, so ist das. Vor ein paar Wochen hat eine Frau ihren Mann erstochen und meinen Namen an die Badezimmerwand mit seinem Blut geschrieben. Achtung, Ladies und Gentlemen, aufgepasst. Heute Abend möchte ich Ihnen einen Gast vorstellen, dessen Auftritt hier heute Abend mir ganz besonders am Herzen liegt. Was geht denn jetzt bei dir ab? Er kam von ganz, ganz weit hierher. Vielleicht Montana, vielleicht auch aus Texas. Aber er hat sein ganzes Leben seinen Träumen und seinen Wünschen gewidmet. Und glauben Sie mir, das ist für ihn nicht immer leicht gewesen. Aber was auch immer für verfluchte Hürden, beschissene Hindernisse oder gottverdammte Rückschläge. Wenn er aber auf der Bühne und in seiner Rolle war, konnte niemand ihm widerstehen. Die Menschen liebten ihn. Interessant.
Doch wenn die Menschen gegangen, dann tanzt der Herr in der Garderobe von Hühnertanz. Heimlich, niemand konnte ihn sehen oder hören. Doch er tanzte. Er spielte auf seinem Klavier und sang Songs von Steve Wonder. Großartig, großartig. Aber das war nicht das Einzige, was er tat. Und wenn er vor dem Spiegel stand, haute er in die imaginären Seiten zu AC/DC, Kiss und Jimi Hendrix. Es war großartig. Er war ein Genie. Jetzt mach's schon nicht so spannend. Wie war sein Name? Naja, nun, sein Name. Den Namen kennen wir doch alle. Es ist der Name, den wir alle tragen. Der Name jedes einzelnen Träumers von uns. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist großartig. Ich liebe diesen Scheiß. Du bist wirklich gut. Danke. Danke, Ladies and Gentlemen. Aber ich bitte Sie, applaudieren Sie nicht, sondern tanzen Sie mit. Du bist ein ziemlich witziges Etwas, Abigail. Ich mag dich. Kommt schon, Leute, worauf wartet ihr? Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Haut alle rein, verdammt. Okay, jetzt will ich auch mal. Warte, wir sind doch noch nicht fertig. Einen Gast hätte ich leider fast vergessen. Wie kannst du nur so etwas von mir denken, Ibrahim? Natürlich habe ich mich im Griff. Ich sehe, du warst gestern nicht da. Wir haben das Problem mit der Steuer-KI gelöst. Hörst du? Gelöst. Es geht jetzt weiter nach Rhode Island. Du warst nicht da. Ach ja, scheiße. Ich weiß, ich habe wohl wirklich die Zeit vergessen und geglaubt, ich könnte Jasmines Charme widerstehen. Verdammt. Ach, Abby. Ist schon okay, weißt du? Sowas passiert. Aber warum immer mir? Habt ihr schon einen Namen für den kleinen Orca? Verdammt. Jasmine kann mich mal. Nein. Pass gut auf ihn auf. Keine Treffen mit Jasmine. Sehr gut. Ruhe dich heute Nachmittag etwas aus. Und wenn sie dich wieder stalkt, musst du einfach stark bleiben, hörst du? Ja, ich bleibe stark. Dass ich jetzt jemanden kenne, der so ein cooles Auto besitzt. Abgefahren! Ja, oder? Magst du ihn? Abgesehen davon, dass ich mich niemals trauen würde, selbst so ein Auto zu fahren. Ja! Ich liebe ihn! I got my money in the bank. Bank, bang! Oh, scheiße! Wenn Ibrahim das wüsste. Rufen wir ihn doch an! Nein, das geht nicht. Er wäre ziemlich sauer auf mich. Ach, verklemmter Spießer. Ich kenne ihn. I got my money in the bank. Bank, bank, yeah. Ich bearbeite ihn. Für dich. Wenn du willst. Ich bekomme ihn immer rum. Ich glaube, das sagen alle Frauen von sich. Aber ich meine es ernst. Glaube mir. Ich habe mehr Macht über ihn als diese Layla. Logbuch des Captains. Das wollte ich schon immer mal sagen. Wir sind wieder voll auf Kurs, wenn auch 3 Tage verspätet. Ohne Begleitung eines neuen Freundes und Crewmitglieds. Ich hol mir kurz einen Slushy. Willst du auch eins? Erdbeermango. Ich stehe auf so ein Zeug. Gern. I got money in the bank. Verdammt, Abby. Da hast du dir eine Scheiße eingebrockt. Jetzt hast du dich wieder um den Finger wickeln lassen. Das gibt's doch nicht. Ibrahim wird so enttäuscht von dir sein. Verdammt. Wo stehen denn nur die Lieblingscrunchies des Professors? Waren es Classic oder die mit Spielzeug? Na, hab ich's nicht gesagt? Ja. Du hast es geschafft, Jasmine. Aber ich warne dich. Noch hast du keine Informationen. Das kommt schon noch. Gib mir bis zum Ende der Woche Zeit. Ich regel das. Beeil dich. Der Professor ist ungeduldig. Er plant was Großes. Und die Partys in der Basis sind fast zu Ende. Jetzt wird es wieder ernst. Wo sind diese verdammten Crunchies? Ich nehme das mit Spielzeug.
Das wird ihm sicher gefallen. Idiot. Hier, dein Slushy. Lass es dir schmecken. Wow, mit bunten Strohhalmen. Du bist ja fast sein Kind wie Ibrahim. So, da sind wir. Alles aussteigen. Ich glaube, Supersportwagen und Slushy übertragen sich nicht gut zusammen. Ach was. Dein Bauch muss sich nur an die Kurven gewöhnen. Sieh dir das mal an. Wunderschön, nicht wahr? Oh, ich muss mich übergeben. Vergiss das. Komm, ich zeig dir eine Aussicht, die dir die Luft nehmen wird. Ich glaube, das mit der frischen Luft, das ist nicht das Problem. Nun stell dich nicht so an. Es ist mein Lieblingsort hier oben. Ich liebe ihn. Er steckt so voller Erinnerung. Stört es dich, wenn ich die gleich zukotze? Absolut, ja. Du hast hier sicher sehr schöne Dinge erlebt, oder? Das kannst du wohl laut sagen. Du, Jasmine? Ja. Ich hoffe, du meinst das Ganze hier ernst. Logbuch von Captain Ibrahim. Sol 5. Kurs auf unbekannten Planeten Wow. Begleitet von außerirdischen Verbündeten. Und voll auf Kurs. Nichts wird sich uns in den Weg stellen. Denn ich und meine Mannschaft sind eisern und entschlossen, eine neue Welt zu entdecken. Volle Kraft voraus. Wow Islands, wir kommen.